Für die FDP-DVP-Fraktion erteile ich das Wort an Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Rülke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Reinhardt hat zu Beginn seiner Ausführungen folgenden Satz gesagt: Baden-Württemberg ist Autoland und soll es auch in Zukunft bleiben. Herr Kollege Reinhardt, diesen Satz unterschreiben wir uneingeschränkt. Er passt aber nicht zur Titelgebung dieser Regierungsinformation des Ministerpräsidenten, die da heißt: vom Automobilland Nummer 1 zum Mobilitätsland Nummer 1. Denn diese Titelgebung, Herr Ministerpräsident, setzt das Signal nach außen, dass das Land Baden-Württemberg sich vom Automobil verabschieden will. Und das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Wie muss das ankommen bei den Zehntausenden von Beschäftigten in der Automobilwirtschaft? Wie muss es ankommen bei den Hunderttausenden von Beschäftigten in der Zuliefererindustrie? Herr Ministerpräsident, mit diesem Signal stellen Sie die Grundlage des Wohlstands in unserem Land infrage. Und dann kommen Sie mit einem Brockhaus-Zitat aus dem Jahr 1896. Vielleicht, Herr Morawski, eine Anregung für Staatsministerium, ein etwas zeitgemäßeres Nachschlagewerk mal anzuschaffen. Denn der Brockhaus wurde im Jahr 2014 in seiner gedruckten Form bereits eingestellt, während man sich offensichtlich im Staatsministerium immer noch seine Weisheiten aus den älteren Ausgaben holt. Bei den neueren Ausgaben könnten Sie vielleicht auch entdecken, dass die Batterie nicht der Weisheit letzter Schluss ist, meine Damen und Herren. Denn es muss auch andere Wege geben. Dafür sind die Nachteile zu erkennbar und die Vorteile nicht groß genug. Jetzt haben Sie einen Strategiedialog ins Leben gerufen, Herr Ministerpräsident. Dieser Strategiedialog hat offensichtlich noch nicht allzu viele Ergebnisse geliefert. Zumindest konnten Sie am heutigen Tag nicht so besonders viele vorweisen. Der bemerkenswerteste Satz dieser Regierungsinformation findet sich nämlich auf Seite 4. Ich zitiere: Es gab schon über 30 Sitzungen. Zitat Ende. Das ist das bemerkenswerteste Ergebnis bisher Ihres Strategiedialogs, der elektromobilitätslastig ist, der batterielastig ist, meine Damen und Herren. Ich zitiere, Herr Ministerpräsident: Das Auto ist nicht mehr isoliertes Fortbewegungsmittel, sondern Baustein eines neuen, umfassenden Mobilitätssystems. Zitat Ende. Okay, das mag richtig sein, aber dieses umfassende Mobilitätskonzept, das kann nicht nur aus der Elektromobilität bestehen, meine Damen und Herren. Wir brauchen weiter auch in der Zukunft noch für lange Zeit den Verbrennungsmotor, meine Damen und Herren. Und es ist ja bekannt geworden, Herr Ministerpräsident, bei Ihrer engagierten Geheimrede auf dem Grünen Parteitag gegen Herrn Hofreiter, dass Sie das ähnlich sehen, dass Sie nichts davon halten, wenn Ihre Partei irgendwelche Ausstiegsdaten mit dem Jahr 2030 formuliert, weil Sie nämlich selber wissen, dass es ohne den Verbrennungsmotor noch sehr viel länger nicht geht als bis zum Jahr 2030 und dass die reine Elektromobilität mit Sicherheit auch nicht eine ausschließliche Alternative zum Verbrennungsmotor sein kann. Wir brauchen nicht die Fixierung auf Batterie und Elektromobilität, meine Damen und Herren. Wir brauchen Technologieoffenheit. Wir brauchen auch das Arbeiten an Alternativen wie beispielsweise der Brennstoffzelltechnik oder Power to Gas. Das ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als das Nachdenken über Elektromobilität und die Batterielastigkeit dieser Erklärung. Warum hat Bosch sich denn erst kürzlich aus der Batteriezellenforschung und Produktion zurückgezogen, wenn das eine solche Zukunftstechnologie ist? Offensichtlich beurteilt die Wirtschaft im Land Baden-Württemberg das anders als die grüne Regierungsspitze.
Ebenso fehlt uns noch die Ladeinfrastruktur in diesem Land. Auch das haben Sie bei Ihrer Geheimrede beim Grünen Parteitag ja in aller Deutlichkeit gesagt, dass die Infrastruktur überhaupt nicht vorhanden ist, die wir bräuchten, um diese Pläne zu realisieren, die Sie da in den Raum gestellt haben. Nicht die FDP, sondern die Forschungsstelle für Energiewirtschaft rechnet vor, bei 45 Millionen Automobilen, die durchschnittlich 13.000 Kilometer im Jahr fahren, brauchen Sie 105 Terawattstunden zur Versorgung. Wo wollen Sie das hernehmen in der derzeitigen Situation, meine Damen und Herren? Das sind keine wesentlichen, das sind keine richtigen Pläne. Dann hat es uns etwas gewundert, dass Sie in diesem Zusammenhang quasi als zweiten Schwerpunkt dieser Regierungsinformation mal wieder den Klimawandel beschworen haben. Da kann man ja dann darüber diskutieren, inwieweit es erwiesen ist, dass CO2 diesen Klimawandel verursacht hat. Da kann man auch darüber diskutieren, welchen Beitrag Baden-Württemberg zur Rettung der Welt da leisten kann. Aber wenn man der Überzeugung ist, Herr Ministerpräsident, CO2 ist das eigentliche Problem, dann wundert uns schon sehr der Kampf Ihrer Partei gegen den Diesel. Über viele Jahre haben doch vor allem auch Grüne den Menschen erzählt, kauft Diesel. Diesel ist CO2-arm. Damit tun wir was gegen den Klimawandel, damit retten wir die Welt. Aber offensichtlich war das nicht mehr sexy genug, diese Thematik. Und dann haben sie plötzlich den Diesel entdeckt, haben dann zunächst über Feinstaub geredet. Dann ließ sich das wissenschaftlich nicht belegen, dass der Diesel am Feinstaub beispielsweise hier in Stuttgart schuld ist. Und dann haben sie alternativ das Stickoxid entdeckt. Und seither ist Diesel und Stickoxid sozusagen der neue grüne Watschenmann. Da kann man sich dann abarbeiten. Ja, das haben wir mittlerweile verstanden. Aber wenn es so ist, wundert uns dann schon, dass Sie in Ihrer Regierungsinformation nach wie vor den Klimawandel beschwören. Und was Sie dann anbieten an Maßnahmen gegen Ihren neuen Feind, den Diesel, alles grünes Nudging, Bevormundung der Bevölkerung. Beispiel die jüngste Forderung Ihrer grünen Parteifreunde hier in der Region, hier in Stuttgart, nach einer Nahverkehrsabgabe. Das hat der Bevölkerung gerade noch gefehlt, neben den anderen Vorschlägen, die Sie bisher schon eingebracht haben. Ich sage es in aller Deutlichkeit, Fahrverbote sind der falsche Weg. Und ganz egal, wie diese Fahrverbote heißen, ob sie blaue Plakette heißen, Gott sei Dank macht der Bund nicht mit, denn es ist ein Fahrverbot. Das kann man der Bevölkerung nicht zumuten, meine Damen und Herren. Oder die sonstigen Maßnahmen, die beispielsweise Herr Herrmann gerne hätte. Es ist eine Enteignung der Autofahrer, wenn man zu diesen Fahrverboten kommen will und die dann auch so begründet. Jahrelang sagt man den Leuten, kauft Diesel. Jahrelang sagt man, es ist richtig, dass das Diesel, ja, ihr zum Beispiel habt das gesagt, ihr habt gesagt, der Diesel wäre klimafreundlicher als der Benziner. Habt ihr jahrelang gepredigt. Ja? Jahrelang habt ihr das gepredigt, wollen Sie jetzt nichts mehr davon wissen. Ja? Und jetzt auf einmal hat man das Stickoxid entdeckt und jetzt auf einmal heißt es, jetzt müssen wir zu Fahrverboten kommen. Und auch eigenartig begründet, meine Damen und Herren, wirklich eigenartig begründet, wenn ich mir das anschaue, diese seltsamen Grenzwerte, die da irgendwelche Ideologen in Brüssel festgelegt haben. Mit 40 Mikrogramm, während am Arbeitsplatz 59 Mikrogramm möglich sind. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und dann hatten Sie Angst, dass bei einem Berufungsurteil etwas anderes rauskommt, haben eine Sprungrevision erzwungen. Und das Ergebnis dieser Sprungrevision heißt, wir bestätigen im Grunde das Urteil, aber steht auch drin, meine Damen und Herren, dass die Umsetzung des Urteils verhältnismäßig sein muss. Und was heißt Verhältnismäßigkeit? Offensichtlich sind sich ja alle darüber einig, dass es unverhältnismäßig ist, beispielsweise die Handwerker nicht mehr in die Stuttgarter Innenstadt fahren zu lassen. Das ist unverhältnismäßig, meine Damen und Herren, ja? Aber es ist auch Unverhältnis, die Bürgerinnen und Bürger, die Dieselfahrer zu enteignen. Das ist auch unverhältnismäßig, meine Damen und Herren. Und deshalb muss es auch dort
Wo es Ausnahmeregelungen für die Handwerker gibt, muss es auch Ausnahmeregelungen für die Menschen geben, die in gutem Glauben einen Diesel gekauft haben. Dafür muss es ebenfalls Ausnahmeregelungen geben. Es kann nicht jeder auf die Bank gehen und sagen, jetzt plündere ich mir an mein Konto 30.000 Euro, kaufe mir ein neues Fahrzeug, weil die Politik plötzlich Fahrverbote verhängt hat. Nein, das ist der falsche Weg. Natürlich ist es auch klar, dass die Automobilwirtschaft ihren Beitrag leisten muss, etwa durch Software-Nachrüstung. Dort, wo es Betrug gegeben hat, muss man die Automobilwirtschaft auch gegebenenfalls zu Hardware-Nachrüstungen zwingen. Aber nur dort. Und, Herr Kollege Stoch, wir haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn es Anreize gibt, für die Bürgerinnen und Bürger, sich einen neuen, einen noch saubereren Diesel zu kaufen. Das müssen aber Anreize sein der Wirtschaft. Ich glaube, Steuermittel sind da fehl am Platz, meine Damen und Herren. Das ist der ordnungspolitisch falsche Weg. Wir brauchen also intelligentere Lösungen als Fahrverbote beziehungsweise die Klagen eines unsäglichen Abmahnvereins namens Deutsche Umwelthilfe. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und wenn man sich mal anschaut, wie dieser Verein agiert, dann stelle ich mir schon die Frage, ist es eigentlich verantwortbar, einem solchen Verein noch die Gemeinnützigkeit zuzuerkennen? Wir als Freie Demokraten wollen die Wettbewerbsfähigkeit aller Verkehrsträger stärken und neue Wege der Vernetzung beschreiten, sowie den Forschungs- und Entwicklungsstandort Baden-Württemberg stärken. Wir bauen auf freie Entscheidung und Selbstbestimmung der Menschen und setzen auf Anreize statt auf Verbote. Wir müssen verschiedene Sektoren vernetzen, beispielsweise den Straßenverkehr mit den Schwerpunkten Zukunftstechnologien, Verkehrsmanagement und Mobilitätsdiensten. Auch die Logistik, den öffentlichen Personennahverkehr und Schienenverkehr, auch den Radverkehr, Herr Minister Herrmann, wenn man sich von bestimmten ideologischen Fixierungen lösen könnte, und letztlich die Schifffahrt. Zur Weiterentwicklung des Verkehrsmanagements bedarf es eines Masterplans. Schnelles, mobiles Datennetz, 5G, sowie wesentlich höhere Datenübertragungen und erhöhte Reaktionszeiten, sogenannter Ping. Als heute noch vielerorts verfügbar sind die Voraussetzungen für Connectivity und Car-to-X-Kommunikation und damit die Mobilität der Zukunft, die auf Vernetzung baut. Neben der Investition in die Infrastruktur zur Digitalisierung sind auch die Automobilhersteller aufgerufen, tatsächlichen Mehrwert, beispielsweise in den Bereichen Komfort und Sicherheit, durch die Vernetzung der Fahrzeuge für die Kunden zu schaffen. Mit einer umfassenden Digitalisierungsstrategie wollen wir die Voraussetzungen für autonomes Fahren und Assistenzsysteme, die zur Erreichung der Ziele der Vision Zero, null Schwerverletzte, null Verkehrstote erforderlich sind, umsetzen. Bei der Entwicklung und Anwendung in der Praxis setzen wir auf Datensicherheit und Datenschutz. Wir wenden uns gegen jede anlasslose Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten, sei es im Zusammenhang mit Vorratsdatenspeicherung, Fluggastdatenerhebung, automatischer Kennzeichenerfassung mit dauerhaften Datenspeicherung oder der identifizierbaren Erfassung und Übermittlung von Verkehrsteilnehmern durch automatisierte Fahrzeuge. Noch immer ist der Zustand der Straßen und vor allem der Brücken im Land nicht ausreichend gut. Es kann nicht hingenommen werden, dass schwere Transporte lange Umwege in Kauf nehmen müssen, weil Brücken nicht ausreichend tragfähig sind. Das ist ökonomisch und ökologisch nicht vertretbar. Es ist für Außenstehende weiterhin kaum verständlich, weshalb Ersatzbauten für vorhandene Brücken langwierige Genehmigungsprozesse durchlaufen müssen. Hier fordern wir den Abbau unnötiger Bürokratie. Unter der Verantwortung des grünen Verkehrsministers wurde der Maßnahmenplan nach dem Generalverkehrsplan von 734 auf 123 Maßnahmen zusammengestrichen. Wir brauchen jedoch weiterhin Ortsumfahrungen, Neubauten zum Netzschluss und Ausbauten, um den gestiegenen Mobilitätsbedürfnis entsprechen zu können. Insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 muss das Land rasch die Vorhaben planen, damit der Bund die Realisierung genehmigen kann. Zusammengefasst,
Herr Ministerpräsident, das war, abgesehen von einigen Sitzungen, ein dünnes Papierchen. Das war alles andere als ein Masterplan. Es war Batterie- und Elektromobilitätslastig. Was uns fehlt, ist die entsprechende Offenheit für neue Technologien. Und zu Ende gedacht ist das, was Sie vorhaben, ein Anschlag auf die Automobil- und Zuliefererwirtschaft des Landes Baden-Württemberg und letztlich damit ein Anschlag auf die Grundlagen unseres Wohlstands. Diese Planungen, die Sie im Sinn haben, dürfen in Baden-Württemberg so nicht umgesetzt werden. Applaus